Blumenstrauß. Glumfine, hallo. Hallo, Harmonie. Schön, dass ich dich gefunden habe. Du sollst die Komposition als Erste hören. Schlumpfinsonate in O-Dur. Sie hat 25 Sätze. Ich habe sie extra für dich geschrieben. Ach ja, warum? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Na, wie war der erste Eindruck? Wie soll ich mich ausdrücken? Ich möchte deine ehrliche Meinung hören. Ja, weißt du, ich, Nur keine falsche Scheu. Was hältst du also davon? Naja, ich denke, du solltest vielleicht da und dort noch etwas feilen. Naja, mach dir nichts draus, Harmonie. Auch Mozart hat es schwer gehabt. Oh, armer Harmonie. Ich wollte ihn nicht verletzen, aber anlügen wollte ich ihn auch nicht. Dax, Wurzeln mit Kraut, Wurzeln ohne Kraut. Wieso ist ein berühmter Zauberer wie ich dazu verdonnert, ewig Wurzeln zu essen? Dax, Wurzeln. Und schuld sind nur diese verdammten Schlümpfe, die lassen sich einfach nicht fangen, sonst könnte ich dinieren wie ein König. Sei still, Asael. Ich denke, ich höre gerade eine uns nur zu gut bekannte Stimme. Oh, was für eine Blumenpracht. Der gute Harmonie ist sicher am Boden zerstört. Vielleicht hätte ich ihm sagen sollen, dass ich seine Sonate mag. Nein, zu solch einer Lüge wäre ich nicht fähig. Was fällt dir ein, mir an die Nase zu fassen? Wen haben wir denn da? Ein kleines, ekelhaftes, blaues Zwergmädchen. Sei doch nicht so gemein. Gemein sein ist mein Beruf. Sag mir sofort, wo die anderen Zwerge sind, oder soll ich dich erst verhauen? Gargamel, du bist ein hinterhältiges Monstrum. Das hat Mami auch immer gesagt. Na, wo finde ich den Zauberspruch? Lass doch sehen. Hassheilmittel, Liebestrank, Lobhudeleien. Was ist denn das? Eine Lügenformel? Lächerlich, das kann ich allein. Das konnte ich von Kindesbeinen an. Ah, da haben wir es. Wahrheitstonikum, wunderbar. Du dachtest, du kannst mich hinhalten, aber dieses Tonikum wird dir schon die Schnute öffnen. Ganz sicher nicht, du! Abwarten, abwarten. Du wirst singen wie ein kleines Vögelchen. Ich erfahre schon, wo euer Dorf liegt. Asael! Scher dich da weg! Du nichtsnutzige Katze! Also, wo war ich? Ach ja, hier. 5 Wildschweinzähne, ein faules Ei, 4 Scheiben schimmelige Mortadella, 100 Gramm Kernseife und eine Prise Knoblauch. Oh, ich kann's gar nicht erwarten. Bald wimmelt es von Schlümpfen in allen meinen Käfigen. Ja, pfui. Möchtest du das Wahrheitstonikum probieren, Schlumpfine? Ich sage kein Wort! Mir komisch. Es ist soweit. Jetzt werde ich erfahren, wo sich dieses widerliche blaue Volk aufhält. Nun, mein Schatz. Was ist, wenn du unseren Schatz suchst, dann solltest du zur alten Eiche gehen, mitten im Wald. Zur alten Eiche? Wieso das denn? Dort ist er versteckt, unser großer, wertvoller Goldschatz. Wertvoller Goldschatz, hast du gesagt? Ja, doch. In einem Astloch hoch oben im Baum. Dort findest du mehr Gold, als du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Da staunt der Laier und der Fachmann wundert sich hoch oben in der Eiche. Ja, sicher. Komm, Asrael, wir müssen eine Leiter klauen. Ich kann es kaum erwarten, all das wunderbare Gold in meinen Händen zu halten. Den sollten wir wohl auswechseln. Ich werde das persönlich erledigen, Papa Schlumpf. Guten Tag, Papa Schlumpf. Sophine, du bist ja ganz außer Atem. Wirklich? Ich war unten am Fluss und habe den Libellen zugeschaut. Ich war auch dort unten, aber ich habe dich nirgendwo gesehen. Oh, dann war ich wohl drüben an der Mühle und hab mit den Schmetterlingen gespielt. Nun, ist ja auch egal. Den Hammer brauche ich nicht mehr. Würdest du ihm bitte Handy zurückgeben? Hallo, Handy. Was machst du denn da? Ich arbeite an meiner neuen Windelwaschmaschine, damit Babys Windeln wieder porentief rein werden. Oh, das ist wirklich eine tolle Idee. Ach, übrigens, hier ist dein Hammer. Danke, Schlumpfine. Ich leg ihn weg. Ach, bitte lass keinen Schlumpf an die Maschine, solange ich weg bin. Ich habe noch nicht alle Schrauben festgezogen. Keine Sorge, ich lass keinen ran. Guten Morgen, Schlumpfine. Morgen, Fami. Ui, was ist denn das für ein toller Apparat? Das ist Handys neue Erfindung, eine Pflanzmaschine. Er möchte, dass du sie gleich testest. Pflanzmaschine? Eine tolle Idee.
Hilfe! 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 Nein, meine neue Windelwaschmaschine! Ich glaube, an dieser blödsinnigen Maschine musste noch etwas arbeiten. Ich weiß, deswegen sollte sie niemand anfassen. Aber Schlumpfine hat mir gesagt, du möchtest, dass ich sie teste. Unmöglich, Farmi. Behauptest du, ich lüge? Du hast ihm doch gesagt, er soll sie nicht anfassen. Ich? Aber sicher doch. Was? Also versuch nicht, Schlumpfine die Schuld zu geben. Sie lügt, Henry. Ah, oh, das nimmst du zu. War es wahr? Ach ja? Ja. Du Lügenmaul. Henry, Farmi, wollt ihr wohl damit aufhören? So, und ihr hat meine Erfindung sabotiert. Schlumpfine ist schuld. Sie hat mich angelogen, Papa Schlumpf. Schlumpfine lügt? Das ist undenkbar. Ich werde sie gleich mal fragen. So, ich habe die Sonate überarbeitet und in das Adagio mehr Blech gelegt. And the one, and the two, and the... Wie findest du die Passage jetzt? Oh, das ist die wundervollste Sonate, die ich je gehört habe. Ehrlich? Ich muss es den anderen vorspielen. Entschuldige, dass ich dich störe, Schlumpfine, aber ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen. Siehst du, wie viele Finger ich hochhalte? Klar, drei. Verstehe. Und was ist das hier? Ein Tisch. Und das? Eine Schubkarre, was sonst? Sehr merkwürdig. Eine letzte Frage noch. Hast du heute Gargamel gesehen? Ganz sicher nicht, Papa Schlumpf. Ich sollte mal in meinen Büchern das entsprechende Kapitel nachlesen. Bleib hier, bis ich zurückkomme. Das werde ich bestimmt machen, Papa Schlumpf. Vielleicht gibt es einen bösen Zauber, der Schlumpfine zwingt zu lügen. Elixiere, Liebestrank, Lobhudeleien und anderes. Ah, hier ist es ja. Lügenformel. Und hier das Rezept für das Gegengift. Ich muss es sofort zusammenmixen. Stell dir vor, Azrael, Gold, mehr als ich je zu träumen wagte. Der Schatz liegt direkt vor uns, ich rieche ihn förmlich. Und jetzt sehe ich ihn auch, Gold, Azrael, und es gehört mir, alles meins. Moment, Azrael, das ist kein Gold, das... Das ist Honig. Schlumpfine hat mich belogen, das Luder. Ja, Hilfe, Hilfe! Schlumpfine? Hallo, Schlumpfine! Sie ist auf und davon. Ich muss sie unbedingt suchen. Ja, la, 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 la. Schlumpfine, Schlumpfine! La, 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 la. Schlumpfine, warte einen Moment. Hast du nicht gehört, dass wir nach dir gerufen haben? Nein, hab ich nicht. Ah ja, das hätte ich wissen müssen. Uch, so viel ich auch um mich schlage, diese verflixten Biester sind nicht loszukriegen. Dem blauen Luder drehe ich den Hals um. Psst, Schlümpfe. Gargamel! Lass sie nicht entwischen, Azrael. Dort laufen sie! In letzter Sekunde. Wo ist Papa Schlumpf? Such doch, Azrael. Sie können nicht weit sein. Hast du sie? Ich kann leider gar nichts hören. Hoffentlich ist Papa Schlumpf nicht zugestoßen. Wir sollten sind nachsehen. Sind sie weg? Sind sie weg, Schlumpfine? Ja, doch, wir sind außer Gefahr. Oh, was für eine Erleichterung. Habe ich euch, das war ganze Arbeit, Azrael. Wir haben sechs. Genau die richtige Menge für meine Speisekarte. Ich freue mich ja so. Ich koch mir zwei, ich brat mir zwei, der Rest ist mir teuer und heul. Ach, du liebe Zeit, das ist ja furchtbar. Wenn ich doch nur Schlumpfine das Gegenmittel einflößen könnte. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ich befehle euch, mir sofort zu sagen, wo der Goldschatz versteckt ist. Goldschatz nie gehört. Wo ist der? Du Einfallspinsel, ich weiß alles. Schlumpfine hat mir alles erzählt. Ach was, Schlumpfine, die lügt doch den ganzen Tag lang. Unmöglich. Heute Morgen habe ich ihr ein Wahrheitselixier zugeführt und dieses... Aber das ist ja gar nicht die Stelle mit dem Wahrheitstonikum. Das ist die Lügenformel. Wir würden dich doch nicht anlügen. Aufgrund deines Irrtums hat Schlumpfine das ganze Dorf auf den Kopf gestellt und fast wäre Schreckliches passiert. Wirklich? Eine Schlumpfine, die lügt? Ist das komisch? Einfach köstlich. Oh, wie gut, dass mich Papa Schlumpf wieder kuriert hat. Hat er das? Na, das können wir wieder korrigieren. Ich habe zufällig noch genügend von dem Lügensaft übrig. Natürlich in der umweltfreundlichen Sprühflasche. Schade, aber ich kann dich nicht verschönern, Schlumpfine. Bald wirst du in meiner Pfanne geröstet und dann gibt's ein Spiegelei auf die Glocke. Oh!
wirklich, Schlumpfine? Wirklich eine originelle und einfallsreiche Lüge. Ich freue mich, dass mein Tonikum so gut wirkt. Lass das jetzt, Azrael! Du einfältiges Tier, was regst du dich so auf? Schlumpfine, du hast ja die Wahrheit gesagt. Hihi, ich habe mir erlaubt, Gargamels Elixiere auszutauschen und Schlumpfine ist nun kuriert. Oh, Papa Schlumpf, tausend Dank! So, du warst die ganze Zeit hier, Papa Schlumpf. Da bin ich aber platt. Liebe Freunde, es tut mir sehr leid, dass ich euch so viele Sorgen gemacht habe. Schon in Ordnung, Schlumpfine. Durch dieses Beispiel habt ihr gelernt, dass Lügen nur Ärger bereiten und nie zum Ziel führen. Heißt das, dass du meine Sonate eigentlich doch nicht gut findest? Ich kann dir versichern, Schlumpfine schätzt deine Musik genauso, wie ich sie überaus schätze, Harmonie. Wirklich? Oh, Papa Schlumpf, du hast vergessen, uns zu warnen, dass Wahrheit wehtun kann. Oh!